Jeden Donnerstag und Sonntag live auf Twitch. Kenner Time! Es ist wieder so weit. Kenner Competition geht in die zweite Runde. Das Jahr mit zwei Kategorien: Rapper und Producer. Wir sind aktuell gerade in der Qualifikationsphase. Das heisst, schickt euren Beitrag an rap-competition@gmx.ca bzw. producer-competition@gmx.ch. Die, die letztes Jahr dabei waren, die wissen, es war ein riesiger Erfolg. Darum haben wir uns vorgenommen, dieses Jahr das Ganze auf ein neues Level zu bringen. Wie sieht der Contest konkret aus? Nachdem die Qualifikation abgeschlossen ist, werden die 10 Rapper und 10 Produzenten, die es in die Vorrunde geschafft haben, benachrichtigt. Dann sieht es ähnlich aus wie letztes Jahr. Die Rapper werden uns jeweils einen 16er schicken auf einen von zwei Beats, die wir euch zur Verfügung stellen werden. Und der Halbfinal dann, von diesen 10 werden 5 in Halbfinal kommen. Die 5 Rapper im Halbfinal werden jeweils eine Session bekommen im Studio bei Physical Shock und dort die Möglichkeit haben, um einen Track aufzunehmen. Mit diesen 5 Tracks wird sich dann entscheiden, wer kommt im Final. Der Final wird ein Live-Event sein. Die 3 Rapper, die im Final sind, werden dann ihren Song live performen. Und dann wird entschieden, wer der Sieger der Competition 2021 ist. Bei den Producern sieht es ein bisschen anders aus. Sie werden als erste Challenge die 10, die in der Vorrunde sind, werden ein Sample bekommen. Und aus dem Sample werden sie dann einen Beat kreieren, wo wir dann wiederum entscheiden, wer ins Halbfinale kommt. Was sind die Preise? Das interessiert uns sicher am meisten. Auch da haben wir das Ganze auf ein neues Level gebracht. Und zwar, der Sieger der Rap Competition kommt eine ganze EP-Produktion geschenkt über. Zudem 1'000 Franken in Bar auf die Hand. Und als kleines Zückerli obendrauf 20 Shirts mit einem eigenen Motiv nach Wahl. Producer, Preise bei den Producer. Ebenfalls 1'000 Franken bar auf die Hand. Wir wissen, Producer Equipment ist teuer. Ein Beat Placement sowie ein Drum Kit. Ebenfalls dabei beim Preis für den Producer. Ich wünsche euch allen ganz viel Spass beim Zuschauen und macht Welle, ihr wisst es. Kenner Time!